gehst ja ganz schön ran. Also, ich finde dich echt sehr nett, aber es geht nicht. Ich bin in Katrin verliebt. Daniel flüchtet aus dem Produktionsstudio und macht sich auf die Suche nach Katrin. Katrin? Ja? Hast du vielleicht Lust auf Pommes gleich im Bistro? Ach ja. Ja gut, dann um eins in der Kantine, okay? Okay, ich bin da. Jessica hat die Unterhaltung mitbekommen und kocht vor Wut. Den versau ich das Spiel. Sie schreibt Daniel einen Zettel. Lieber Daniel, wollen wir uns vielleicht doch lieber in der Pizzeria Antonio treffen? Das ist doch viel romantischer als Pommes in der FFH-Kantine. Deine Katrin. Fällt Daniel auf die Intrige der Praktikantin rein? Als er den Zettel findet, schlägt ihm das Herz tatsächlich höher. Das ist ja sensationell. Die ist wirklich auch verliebt in mich. Ganz klar. Mittagessen beim Italiener, ja? Viertel nach eins. Katrin sitzt in der Kantine und wartet auf Daniel. Aber der kommt und kommt nicht. Stattdessen taucht Marco auf. Ciao Bella. So allein? Darf ich dir Gesellschaft leisten? Klar, warum nicht? Zur gleichen Zeit wartet Daniel in der Pizzeria Antonio auf Katrin. Da betritt Jessica das Lokal. Hi Daniel. Hä? Was machst du denn hier? Och, du, Katrin hat mich gebeten, dir auszurichten, dass sie nicht kommt. Sie hat nämlich völlig vergessen, dass sie eigentlich mit eurem Reporter Marco verabredet ist. Aha. Und ja, jetzt soll ich mit dir essen. Ist das okay? Daniel nimmt das Angebot an. Währenddessen in der FFH-Kantine, Marco flirtet aufs Heftigste mit Katrin. Katrin? Ja? Du hast die schönsten Augen der Welt. Ach, du Charmeur. Ich würde dir gerne heute Abend Pasta alla Marco kochen. So richtig scharf und feurig. Kann Katrin dem italienischen Charmeur Marco widerstehen? Und durchschaut Daniel Jessicas falsches Spiel? Entscheiden Sie. So viel Liebe und Gefühle, du hast den Traum von mir.